Mal wieder auf Start. Starten wir mal die Aufnahme. So, damit auch die Leute, die nicht den Stream gucken, sondern sich sagen, hey, ich gucke nachher die qualitativ hochwertigen offene Spiele-Lobbys, finde ich keine. Ah, jetzt finde ich dich. Ja, hallo. Ne? Herzlich willkommen. So. Betreten. Das funktioniert sogar. Wow, er hat schon ewig den hohen Rang hier, weißt du? Ja, ich habe mal ein bisschen Kampagne gespielt. Nur eine Frage, aber was steht in dem Fenster bei dir unter Start? Also, in diesem kleinen Kästchen. Unter Start? Ja. Steht bei mir gar nichts. Hä? Du hast doch hier dieses Spielerding, ne? Da ist Delfinio, dann ist dein Rang und danach, was kommt da rechts da bei dir? Achso, da kommt Team. Und was steht da in dem Kästchen bei dir? Eins. Ah, okay. Bei mir nicht. Ja, ich mach dich mal auch auf Team 1, dann sind wir gleich. Bin ich das jetzt? Was muss ich denn wählen, um Team 1 zu machen? Ich habe nämlich viermal im Angebot Raute 0 und einmal zufällig. Ich stelle das schon für uns ein, also brauchst nichts machen. Lass es mal so jetzt, so stimmt es jetzt. Ich kann auch gar nichts auswählen jetzt mehr, oder? Keine Ahnung, okay. Du kannst was verändern, ich sehe, wie die Zahl sich ändert. Kann ich so, das? Lass das mal auf normal und dann. Jo. Bin dann, glaube ich, bereit. Weiß nicht. Das ist gut. Gleich mal auf normal, natürlich, weil. Ich bin total gut in dem Spiel, das stimmt. Die Musik scheint mir jetzt ein bisschen zu laut sein. Könnten sein, dass wir verlieren, aber wir sehen. Ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Das ist eine Lüge, der kennt gar nichts. Er hat nur das erste und fünfte Kapitel kurz gespielt. Und die Wrestling hat es sich ziehen lassen. So, so, jetzt muss ich erstmal eine Raffinerie bauen. Wow, es ruckelt minimal. Oh, wow. Ich glaube, das können wir nicht spielen. Oh, wow. Ich habe hier schon 1% verworfene Frames in der Aufnahme, geil. 1% geht ja noch. Ja, ich habe das aufs Grund auf 50 FPS runtergedreht schon mal, weil ich vorher immer das Problem hatte, dass es teilweise manchmal so komisch sich anhörte, wenn man sich die Aufnahme angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das hat mir auch ewig keiner erzählt, weil warum auch? Nee, habe ich glaube ich nicht mitbekommen. Ja, halt. Und ich habe kurz den Anfang gesehen. Was? Ich hatte kurz den Anfang gesehen, wo du gestartet hattest und da hat sich das alles ganz normal angehört. Ich sagte in der Aufnahme, nicht im Stream und auch nicht mehr in den Videos, sondern in den vorherigen, weil deswegen habe ich sie auf 50 FPS irgendwann mal runtergedreht. Also. Hören wir doch mal zu. Nie hört das Fino zu. Das ist wie eine Frau. Eine Einheit stellen. Ich muss ja auch bauen, ne? Was musst du? Ich muss ja auch irgendwas bauen, oder? Musst du jetzt nicht. Ganz vergessen. Nein, nicht. Problem ist, ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich habe. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich habe nur Raute 0 da stehen. Ja, das ist. Genauso wie bei den Gebäuden, die kosten alle Raute 0. Teams gibt's auch nur Raute 0 und Position auch nur Raute 0. Mhm. Ja. Die will ich ja gar nicht bauen. Ich will. Nein, ich will noch eine Raffinerie bauen. Die dann so nach hinten gerichtet ist irgendwie. Und dann vielleicht schon mal ein paar einhalten.
Kann mir auch mehrere auf einmal in Auftrag geben? Schande. Ah, doch. Ah, doch, die Anzahl meiner Einheiten, die ich in Auftrag gegeben habe, ist Raute, Raute 0. Ah, natürlich. Das ist so blöd, dass du keine Zahlen hast. Ich habe Zahlen, ich weiß zum Beispiel, wie viel Strom ich habe. Ja, toll. Constructing. Ja, du kannst mehrere Fabriken bauen, du baust aber letztendlich nur mit einer Fabrik. Ja, wenn ich mehrere baue, also mehrere Fabriken, dann kann ich mehrere bauen, oder wie sehe ich das? Weil ich habe noch drei leere Slots. Produktion in einer Fabrik erhöht sich dann. Ha? Ja, deswegen habe ich da noch drei leere Slots. Naja, die leeren Slots, das hat nichts damit zu tun. Ach so, die sind einfach nur Dekoration, oder wie? Nee, da kannst du dir noch Einheiten kreieren. Okay. Im Hauptmenü. Mehr oder weniger. Aber da kannst du forschen. Ja. Aber das kannst du nur außerhalb des Spiels. Kann man mir mal sagen, ob der Fino so passt? Ist doch jemand da, habe ich gesehen. So, soll ich vielleicht noch einen? Eins, zwei. Drei. Ich hatte doch noch einen, oder? Ah, da ist vier. Wollen wir mal noch einen Ernter. Hab ich noch Strom? Dann geht's ja. Könnte sein, dass die Aufnahme dann scheiße klingt, dann müsst ihr euch leider den Stream angucken. Würde ich zwar auch, ich hasse das auch. Ich hasse es auch, Streams anzugucken. Kann ich kannst du den Ton vom Stream dann nehmen? Was soll ich machen? Wenn es in der Aufnahme kacke ist, der Ton, kannst du ihn ja vom Stream ausextrahieren. Wie soll ich das denn machen? Muss ich das jetzt ihn runterladen? Yep. Das ist aber auch wieder scheiße. Zündet meine Basis an mit einem. Wieso hab ich keinen Flammenwerfer? Ja, hallo, schießt ihr mal weiter? Du musst den Flammenwerfer erst erforschen. Aber das kannst du halt nur, wenn du Forschungspunkte sammelst. Und wie kriege ich die? Indem du Missionen abschließt. Moment, ich kann in der Mission selbst jetzt nichts erforschen, oder wie? Nein. Hallo? Oh, toll. Das leckt auch noch. Geil, der Feind hat irgendwelche Waffen und ich habe nur den Standardschall. Was ist das denn für ein Unsinn? Wie hat sie denn die Scheiße schon wieder ausgedacht? Ja, das ist ein bisschen semi-optimal, ja? Stimmt. Ein bisschen semi-optimal. Der Gegner kommt dann mit irgendwelchen Waffen, die ich gar nicht bauen kann. Du hast doch Kanone, oder? Kannst du Kanone bauen? Oder kannst du nur Maschinengewehr bauen? Wo denn? Meinst du Turm oder was? Nee. Was denn dann? Leichtes Fahrzeug zum Beispiel. Oder schweres Fahrzeug. Ja, ich baue jetzt gerade links, dann kann ich einen Light Tank bauen, sobald ich das habe. Der hat ja eine Kanone drauf, oder hat der Maschinengewehr drauf? Aus wie eine Kanone, Kanone, ja. Okay. Kanone ist. Ja, okay. Ist doch auch schon wieder gelogen. Ja, ich hab Raketenwerfer drauf, der ist ein bisschen besser, also. Ja. Dann hat er ja so eine lustige Anzeige, gegen was das effektiv ist. Ja, geil. Das ist bei Raketen eben anders als bei Kanone. Und genauso wie bei Flammenwerfer, Maschinengewehr und so weiter. Ich brauche mal noch eine Raffinerie. Und noch einen Ernter, bitte. Wie lange halten diese Ressourcen überhaupt? Constructing. Nicht allzu lange. Okay. Das könnte ein bisschen mehr sein. Ich meine, es gibt recht viele Felder auf der Map.
Ja, toll. Refinery complete. Oh Gott. Was liegt denn da? Ist das eine Kiste zum Aufsammeln oder? Oh ja, jetzt habe ich 25 irgendwas bekommen. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch Dämon gefragt, ob er auch mitmachen mag, aber er meinte bloß, er kennt das Spiel nicht. Und so. Das war's dann. Ich habe gesagt, so ähnlich wie CNC, aber kam da keine Antwort mehr. Ja, ich weiß nicht, aber so wie ich das bisher spiele, kann ich es verstehen, dass ich das nicht spielen will. Oh Gott, und ah, es leckt auch noch. Kombination aufs. Wow. Ach ja. Lohnt sich der Raketenbeschuss? Am Anfang nicht so. Also kannst ihn bauen. Also schadet nichts. Lohnt sich die Luftfahrzeuge? Die sind nicht verkehrt, sag ich mal so. Ich baue sie nicht, weil ich habe keine Lust darauf, aber man kann das durchaus machen. Ja. Das klingt so, als hätte die gar keine Waffe da drauf. Night Drone. So, ich glaube, ich muss die Bitrate runterstellen. Das lässt sich so nicht gut spielen. Oh mal. Das ist jetzt pixelig, aber. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder daran, dass ich jetzt gerade. So, irgendwo Einheiten stehen? Also, du greifst schon an. Na toll, ihr habt schon da irgendwelche fetten Waffen, die ich gar nicht bauen kann. Wie sinnfrei ist das denn? Wer denn? Ja, du! Das sind nur die Raketen. Ich sehe schon, warum du das spielen wolltest und die ganze Woche gespielt hast. Oh, da habe ich voll die fetten Waffen, ich kann gar nichts machen. Ich sehe schon. Och, und es leckt auch noch wie Sau. Ja, die Raketen sind mehr oder weniger gegen alles gut. Darum baue ich die auch immer. Funktioniert das Kampf? Die kosten auch nicht so viel. Was ist? Die kosten auch nicht so viel. Das ist ja richtig geil. Da funktioniert das dieses das System ja richtig, dass man unterschiedliche Stärken hat, wenn die gegen alles stark sind. Ja, ich habe ja noch nicht alle Waffen. Drückt mir überhaupt diese Außenposten. Achso, kein Gebäude in der Nähe. Mit den Außenposten kannst du denn da Gebäude bauen. Wow, Alter. Ich hab die Bitch gerade schon runtergedreht und es leckt trotzdem die Sau. Machst du irgendwas im Internet? Nö. Ist das normal, dass er so leckt? Ich hab den Feind das gesehen, als ich mittendrin stand. Ja, geil. Guck keinen mit. Oh geil, Artillerie hat er auch noch. Es bleibt dann einfach zwischendrin mal eine halbe Sekunde stehen oder noch länger und. Okay. Wow. Und ich sehe ja teilweise dann. Super. Ja. Ich habe die ganzen Einheiten des Feindes gesehen, als ich drin stand. Also umkreist war von ihm. Schon geil. Wieso fahrt ihr jetzt nicht mehr weiter? Wieso stehen da jetzt einzelne Einheiten rum und fahren nicht mehr weiter? Ach, was ist das denn jetzt? Wieso stehen da jetzt irgendwo mitten in der Pampa von mir Einheiten und fahren nicht mehr weiter? Warum sind die jetzt dem Team nicht mehr zugewiesen? Oh, ich stehe auf einer Kiste, kann sie aber nicht einsammeln, weil. Oh, da sind noch mehr. Ah, danke, dass das Spiel mir das mitgeteilt hat. So, die anderen Computer-Gegner musst du machen. Das ist jetzt seine Aufgabe. Witzbold. Da ist eine Kiste, jetzt sammel die doch mal auf.
Danke, er steht drauf, aber er kann die Kiste nicht aufsammeln. Sehr gut. Dann ist da wohl keine Kiste. Was auch immer. Ja, irgendwie, ja, diese Dinger, ne? Ich glaube, das geht nur mit Infanterie. Ich weiß gar nicht. Was? Ich hab die bisher auch noch nie aufgesammelt. Na toll, der hat irgendwie. Was ist das denn schon wieder? Gravity Tank, was zur Hölle? Ich kann nichts von dem, was der Feind hat, bauen. Was ist das denn für ein Rotz? Ich kann ja nicht mal so eine Standard-Fußsoldaten bauen. Oh, Plasma-Buggy kann ich auch nicht bauen. Musst du halt forschen. Ich kann nicht forschen. Ich habe kein Forschungslabor und ich kann auch keins bauen. Ja, im Hauptmenü. Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Ich glaube, du kriegst Forschungspunkte, wenn wir das hier gewinnen. Ich hab nur mal eine Frage, aber wenn ich das einfach so online spiele, ne, werde ich da zufällig mit Leuten, die auch schon Forschungspunkte haben, oder nur mit Leuten, die noch keine Forschungspunkte haben, zusammengeworfen? Das weiß ich nicht. Weil das ist hier mein erstes Online-Spiel. Ich würde es ehrlich gesagt nämlich nicht wundern, wenn ich einfach online spielen gehe und dann umringt bin von Feinden, die was weiß ich was alles bauen kann. Ja, ich denke mal, wenn du auf Rangmodus gehst, dann musst du wohl alle Waffen haben. Bisher ist das. Du denkst, ja. Scheiße. Ich scheiße es dir ab. Oh, mein Name hat sich aufgelöst. Wieso kommt die, wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Ihr seid nicht mal mehr in der Gruppe. Ach, das Spiel funktioniert schon mal sehr gut. Ich meine, es gibt 4 Technologiestufen. Und das wäre ein bisschen sinnvoll. Wieso kommt da jetzt ein Hunter angefahren? Welche Technologiestufe man spielen möchte. Wow! Die sind noch dümmer, die Hunter KI als. Ach nee, Moment, das kann ich meine. Wollte gerade schon sagen. Und wieso kommen da jetzt noch Einheiten angefahren? Wow! Und ja, diese Kisten habe ich gerade ausprobiert. Was ist zur Hölle? Kann man nur mit Infanterie aufnehmen. Wieso zur Hölle ist das denn jetzt da hingesetzt? Was? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Na toll, deswegen kommen die alle da hingefahren. Wieso ist das da unten hingesetzt? Ach, toll. Ach, Alter, ist dieses Spiel jetzt schon scheiße. Wieso wundert mich das nicht, dass es scheiße ist? Hm? Kannst du überhaupt mal irgendein gutes Spiel finden? Wow. Wo bleibt mein Raketenbeschuss? Hallo? So, ich muss auf Stand. Kann ich die Einheiten geben? Oh, wow, das ist ja mal richtig unbeeindruckend. Ja, sag ich ja, das ist nicht so dumm. Wo erntet ihr denn da unten? Na toll. So, nein. Läuft es denn jetzt besser? Ja, also zumindest sieht es aus, aber. Okay. Ich habe zwischendurch mal die Firewall jetzt abgeschaltet, vielleicht liegt es da. Warum hast du die überhaupt an? Ja, jetzt nicht mehr. So, Firewall ist irgendwas bringen. Was zur Hölle? Man wählt, wenn man einen Rahmen um die Einheit zieht, ein Gebäude mit aus oder wie? Ja. Natürlich nur eins, nicht irgendwie alle oder so, nein. Ein Gebäude wird mit ausgewählt, wenn ich einen Rahmen um meine Einheiten ziehe. Harvester under attack. Es ist auch also bei mir nicht. Doch, doch, es wird. Es ist. Du kannst auch Steuerung und A drücken, dann wählt er alle Einheiten auf dem Bildschirm aus. Okay, das ist was bringt. Scheint mit großen Einheitenmengen nicht klar zu kommen. Ja, ein spannendes Battle zwischen dem gelben Computer und Honky Tonk. Ja.
Wenn es noch flüssig laufen würde und nicht ständig lecken. Und ich vielleicht irgendwie vergleichbare Waffen hätte, wäre das schon toll. Ich hätte doch auch schwer stellen sollen. Oh ja, klar, damit der Feind noch bessere Waffen hat. So, wie nehme ich das denn jetzt ein? Oh Gott, das dauert ja ewig. Ja, du musst erstmal den roten Balken wegkriegen und dann. Alter, das. Dann beim Balken. Geht das schneller, wenn ich da mehr hinschicke? Keine Ahnung. Das dauert ja ewig. Das ist eilig, oder was? Wow. Wow, das ist die oh, ja, das geht schneller. Tatsächlich. Oh, wow. Super weapon ready.